Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Papers, Please, der zweiten Version, wo wir einige Dinge bzw. ausschlaggebende Tage nochmal neu spielen, damit wir vielleicht ein paar andere Enden kriegen. Jetzt müssen wir den 6. Dezember 1982 nochmal spielen, weil wir hier den zweiten Etzig-Agenten annehmen müssen. Außerdem müssen wir ab jetzt auf die Kriminellen achten, die hier möglicherweise durch wollen. Hier sieht man nämlich den zweiten Namen, den guten Stefanie Grär müssen wir durchlassen. Damit Etzig dann wahrscheinlich wieder einen Anschlag macht. Na toll. Ob ich das so gut finde? Naja. Das Problem ist hier ja, es gibt keine richtige Seite, habe ich das Gefühl. Was man macht, macht man sowieso falsch. So, Papiere bitte. Jemand aus... Ach! Arzotzka! Hallöchen! Sie haben ein interessantes Gesicht. Ich werde es nicht bereuen. So. Lustig, Sie hier zu sehen. Gerade als wir nach Kriminellen Ausschau halten. Kriminelle? Was meinen Sie damit? Ja, wahrscheinlich sind das einfach nur politisch Verfolgte, hä? Hallo. Wozu reisen Sie denn? Sie kommen, um mit Ihrer Frau zu leben. Okay. Aber Sie brauchen schon ein Passport, bitte. Sie haben meinen Passport weggenommen. Oh, wir müssen ja aufpassen. Nicht, dass wir Stefanie Greire hier ablehnen. Der muss auf jeden Fall diesmal rein. So. Und bloß auf die Kriminellen achten. Papiere bitte. Wozu reisen Sie denn ein? Diplomatisches Zeugs. Thelma Rocha, United Federation. Wir gucken einmal, ob das Logo korrekt ist. Und nach Arzotzka. Alles klar. United Federation, Great Rapid. Okay. Oh, ist nicht mehr gültig. Puh, gerade nochmal entdeckt. Ja, klar, ein typografischer Fehler, sicher. Nee, nee, nee. Weiter geht's. Oh mein Gott. Okay, Madeline Natzke. Da können wir uns, glaube ich, drauf verlassen, dass die Engineers immer sauber sind. Genau. Also bis jetzt war das jedenfalls immer so und da sparen wir nämlich eine Menge an Zeit, wenn das so ist. Ja, sieht doch gut aus. Die sind immer sauber. So, wen haben wir denn hier? Architektur. Wozu reisen Sie denn ein? Job. Für 2 Monate. Alles klar. So, das ist gültig. Short Hair, 89 Kilo, 1,79, passt alles. Alexei Leonov. Okay, das da passt aber nicht. Diese Namen passen nicht zusammen. 2 verschiedene Namen? Na dann, beweisen Sie das. Ja, das tut mir ja leid, dass Sie jetzt... Alexei Leonov. Tja, das passt nicht. Ja, sorry. Diese Namen passen nicht zusammen. Mein Name wurde vor kurzem geändert. Nee, kann ich nicht. Und das ist auch nicht unser Stefanie Grär, den wir das ja durchlassen gehen würden. Lassen durch. Aber er nicht. Nein, nein, nein. Messoff. Das kann man auch umdrehen, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir das letztes Mal gemacht haben. Wozu reisen Sie denn ein? Nur zu Besuch. Und für wie lange? Couple of months. Okay, Glasses. 49 Kilo. 1,71. Kommt hin. 8.12. Ist korrekt. Republia Boston. Gucken wir einmal nach. Gibt es? Female. Dieses stimmt mit dem ein, Jelena, über, durch, was auch immer. Okay, das sieht gut aus. Sie dürfen durch. Bitte sehr. Kein Ärger machen. So. Oh, nein! Oh nein, da habe ich nicht drauf geachtet, verdammt. Shit. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Sorry. Das geht ja mal gar nicht. Mir hier 2 Passports hinzulegen. So. Nächster, bitte. Hallo. Wozu reisen Sie denn ein? Transiting. Couple days. Okay, das passt. Das ist gültig, gültig, gültig. Jonathan Meadowski. Das hier stimmt auch überein. Antigua Outer Gross gibt's auf jeden Fall. Mail. Sekunde, ich guck mal nochmal. Nee, okay, er ist keiner von denen hier. 90 Kilo, die Größe passt. Ja, würde ich eigentlich sagen, sieht gut aus. Bitte sehr. Bitte keinen Fehler.
Bitte kein Fehler. Wir müssen ja noch Stefani Gräre durchlassen. Dafür werden wir ja schon noch eine Citation kriegen. Papiere bitte. Ah, Stefani Gräre. Da ist sie. Ja, ich dachte, das wäre ein Typ. So. Sie dürfen rein. Bitte sehr. Frau Zotzka und den Orden. So sieht's aus. Ja, ich weiß. Das Foto hat nicht gepasst. Last warning. Wozu reisen Sie denn ein? Diplomatic Discussions. Francisco Coro aus Obristan. Ah, halt. Er darf aber. Wie markiere ich das jetzt eigentlich? Sekunde. Diplomatic. Das hier? Genau. Damit darf er hier nämlich gar nicht rein. Hä? Nee, ich nehme ihn jetzt nicht fest. Ich weiß auch nicht. Ich meine, keine Ahnung, er hat es ja nicht gefälscht. Er will nur in den falschen Staat damit einreisen, oder? Fände ich irgendwie ein bisschen fies, ihn dann festzunehmen. So, wozu reisen Sie denn ein? Nur zu Besuch. Und für wie lange? Couple weeks, alles klar. Naja, er hat den Mohawk nicht mehr, ne? Aber 1,64 kommt hin, 65 Kilo ist noch gültig, das ist gültig, das ist gültig, das stimmt überein. Daniel Storowski, Mail, Republia Les Renardi, das ist korrekt. Alles klar. Bitte sehr. Viel Spaß. Oh Gott, ich muss hier besser aufpassen, ernsthaft. So ein Typ kommt bestimmt noch heute. Papiere bitte. Visiting? Für wie lange? 14 Days. Okay. Matthias Wallin. Okay, das ist gültig, gültig, gültig. Dann könnten wir noch gucken. United Federation Shingleton. Aber ich glaube, das gab's. Ja, das gibt es. Ja. Balding? Sekunde. Das sieht irgendwie gar nicht danach aus. Ha! Ist das gut oder schlecht, dass sich das nicht nach mir anhört? Ja, dann gucken wir doch mal. Matthias Wallin. Aber das passt. Er ist Matthias Wallin. Naja, dann. Dann darf er durch. Bitte sehr. Viel Spaß! Ich sage immer viel Spaß, dabei sagt er immer, kein Ärger machen. Aber ich bin halt ein bisschen netter. Papiere bitte. Christian Sorrell. Lendi Former, Ofechwono. Ja, das gab es auf jeden Fall. 85 Kilo, 1,87. Kommt hin. 23.19.1948. Okay, Mail. Ja, sieht doch gut aus. Sie dürfen durch. Bitte sehr. Na, kriegen wir noch einen? Ich glaube ja. Glory Dortzotska. Das ist aber nicht der da rechts, oder? Sieht ihm nicht ähnlich, oder? Transit for just 2 days. Ich mach's einmal zur Sicherheit. Manchmal erkenne ich die Leute echt nicht korrekt. Okay, alles klar. Also, 1,81. Ich weiß nicht, der sieht eigentlich ein bisschen größer aus. Okay. 16.12. Mustadja hat auch. QBF, das ist noch gültig. Er kommt aus Obristan Skal, das ist korrekt, männlich. Alfonsus Glauz. Ja, das passt doch. Bitte sehr. Kein Ärger machen. Ach so, ich darf ja nicht mehr drücken. Verflixt. Und haben wir heute gut verdient? Andauernd wird er krank. Okay. Wir brauchen nicht das. Das habe ich nie benutzt, deswegen hole ich mir das einfach mal nicht. Gucken wir mal, ob wieder ein Anschlag war. Da. Der Minister für Finanzen wird vermisst. Oha. Und der Markt reagiert mit schnellen Verkäufen und Instabilität. Oh, wow, wow, wow. Okay. Das ist heftig. Ich glaube, den nächsten Tag müssen wir auf jeden Fall spielen, weil der Typ vom Orden nochmal vorbeikommt und uns eine Rückmeldung gibt über unsere Taten. Letztes Mal wurden wir da ja zusammengestocht, weil wir alle abgelehnt hatten. Gucken wir mal, wie er diesmal reagiert.
Oh, kann das sein, dass ich vergessen habe, die letzte Karte abzugeben? Naja, ist ja diesmal auch nicht so wichtig, weil wir das ja sowieso schon mal erhalten hatten, die Münze dafür. So, dann geht's mal los. Okay. Guten Tag. Sie darf nach Azotska. Sie ist Alexa Steiner. Das hier passt. Dann muss ich nur gucken, United Federation, ob dieses Logo korrekt ist. Ja. Dann würde ich sagen, obwohl das Bild, ist sie das wirklich? Nee. Genau, das Bild ist irgendwie anders. Ich wurde operiert. Mein Gott, wie viele hier operiert wurden in diesem Land. Alexa Steiner. Ich glaube, die passen nicht, ne? Sie ist das nicht. Wovon reden Sie denn da? Ja, sorry. Dazu haben Sie keine Autorität. Sie haben keine Autorität, sich hier reinzuschmuggeln, meine Liebe. Ich passe hier auf an der Grenze. So, guten Tag. Papiere bitte. Ach, herrje, stimmt ja. Stimmt. Wollen wir einmal gucken, was passiert, wenn die explodiert? Wäre vielleicht ganz lustig, oder? Was ist los? Oh, ha! Ist schon wieder so ein Amateurscheiß? Sollten wir evakuieren? Für das kleine Ding? Nein, natürlich nicht. Einfach aufmachen, okay? Ups. Stupid fucking terrorist. Nicht mal ein Display. Was sollen wir tun? Okay, ich mach's einfach mal falsch. Oh, schade, das war ja gar kein richtiges Ende. Okay, dann müssen wir hier wieder anfangen. Alles klar. Ah, alles klar. Na gut, ich glaube, es war auch nur einer gewesen, den wir eben durchgelassen hatten, ne? Ach ja, und das war der. Genau, machen wir gleich wieder an die Seite. Das hier unten hin. Das da unten hin. Und Basic Rules. Und los. Oh, ups. Das Geräusch vom Aufmachen, obwohl es wieder zugegangen ist. Okay. So, Hallöchen. Oh, diesmal ist aber nicht Transit. Für wie lange? 14 Days. Gültig, gültig, gültig. Corista Hattie? Das bezweifle ich. Das bezweifle ich doch ganz, ganz stark. Das ist nicht korrekt. Sorry. Aber festnehmen durften wir trotzdem jemanden direkt. So. Der nächste, bitte. Guten Tag. Papiere bitte. So, diesmal. Und diesmal mache ich es wahrscheinlich falsch. Nein, kriege ich schon hin. Er lässt sich ganz schön Zeit, die Wache da. Aber es ist auch verwunderlich, dass sie das mitbekommt. Dass wir hier eine Bombe liegen haben plötzlich. Was ist hier los? Oh, ha! Amateurscheiß, sollten wir evakuieren? Nö. Einfach aufmachen. Plötzlich erschienen da Schrauben. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Alles erledigt. Zurück zur Arbeit. Checkpoint schließen. Ich muss heute Geld verdienen, Mann. Geben Sie mir die Bombe. Bitte sehr. Was für ein Scheiß. Das ist wahrscheinlich nicht mal viel wert. Rufen Sie den nächsten. Okay. Weiter geht's. Hier wird einfach unverändert weitergearbeitet. So, guten Tag. Wozu reisen Sie denn ein? Immigrating. Alles klar. So, das ist korrekt. Milena Pogiba ist auch korrekt. 66 Kilo, übergewichtig. Ist auch gemein, sowas reinzuschreiben, aber naja. 1,69, das ist korrekt. Republia Les Renardi gab es auf jeden Fall und sie ist keine Verbrecherin, also darf sie rein. Bitte sehr. So, das wäre geil, wenn es noch ein Update geben würde, um den Einwanderern alles auf einmal zurückzugeben. Oh, das wäre so gut. So, Engineering. Kommt zu arbeiten. Für wie lange? A few weeks. Wie gesagt, da können wir wieder von ausgehen, dass alles in Ordnung ist. Das hat bisher immer geklappt. Ui.
Das hier ist nämlich echt ein Zeitfresser, das zurückgeben, finde ich. Konzentrieren, konzentrieren. Okay. Wozu reisen Sie denn ein? Transit 14 Days, Overweight 75 Kilo, 1,73. Es ist gültig, es ist gültig, es ist gültig. Es stimmt überein. Mischa Piotrowska, Republia True Glorian. Ich glaube, das gab es auf jeden Fall, ne? Ja. Na, das sieht doch gut aus. Dann immer rein. Bitte sehr. Viel Spaß. In Artsotska. Na? Ja, ich wusste es. Da ist er. Papiere bitte. Hier? Ja, ich weiß. Du kriegst beide Dokumente. Und? Was steht da jetzt drin? Sie haben es gut gemacht. Beide Agenten arbeiten jetzt. Als Ozotzka geboren wurde, hatte der Orden die gleiche Rolle wie jetzt. Wenn die Tyrannei endet, werden wir wieder verschwinden. Aber, ich brauche doch noch Anweisungen. Was soll ich denn jetzt tun? Herr Flix. Papiere bitte. Wozu reisen Sie denn ein? Nur zu Besuch. Für wie lange? A few weeks. Okay, das stimmt. Sekunde, ist er einer von den Bösen? Nein, okay. Alexander Reznov. 1,68, 76 Kilo, short light hair. Es ist noch gültig, es ist gültig. Er ist male. Obristan Mergerus gab's, glaube ich. Ja. Okay, das sieht doch gut aus. Würde ich sagen. Bitte sehr. Ups. Ja. Bitte keinen Ärger machen. Ich hatte irgendwie die Vermutung, dass jetzt was passieren würde, aber Glück gehabt. Papiere bitte. Wozu reisen Sie denn ein? Transit. Just 2 days. Okay, das ist wahr. Liliana Petrevosk. Obristan Mergerus. Genau. Es ist nicht mehr gültig. Dun-dudu. Sorry, das geht leider nicht. Nee, sie haben es nicht renewed. Sorry. Es steht doch ganz klar drauf. So, weiter geht's. Papiere bitte. Wozu reisen Sie denn ein? Nur zu Besuch. Und für wie lange? Ein Jahr. Das ist aber ein erheblicher Unterschied, mein lieber Herr hier. So. Genau. Das ist doch ganz anders. Was? Ach so, ja. Antegia Outer Gross. Prorok. Vasili. Alles klar, das passt. 12.12. Ja, 90 Kilo. 1,77. Mail. Boah, ich denke, ist alles in Ordnung. Meistens haben die ja dann auch keinen Dreck am Stecken, die man korrigieren musste. Oh Mann, ich muss auf die Criminals aufpassen. Die habe ich eben schon wieder aus dem Auge verloren. Aber das ist kein Criminal. Wizard? Für wie lange? Okay. Irena Lichtenzweig. Das passt. Long Hair passt. Oh, das Gewicht passt nicht. Ja, Random Search hier. Eine meiner liebsten Aufgaben. Nö. Na? Und? Ist wohl einfach nur dicker geworden, sorry. Antegria Sankt Mamero. Okay, dann müsste eigentlich alles korrekt sein. So. Und bitte sehr. Bitte keinen Ärger machen. Oh, scheint alles richtig zu sein, so ein Glück. Okay, das scheint auch kein Bösewicht zu sein. Hey, da fehlt aber einiges. Woher kommt der? Ach so, nee, dann fehlt ja nur das hier. Haben Sie das? Ich habe nie einen erhalten. Ja, Okay. Dann tut mir das leid. Oh, ach so. Ich habe gleich zweimal gedrückt. Ich will unbedingt, dass noch wer kommt rechtzeitig. Papiere bitte. Wozu reisen Sie denn ein? Das ist richtig. Artsotska, Samantha Dunlap, Shingleton, United Federation Shingleton, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es das gibt, genau. Und es ist noch gültig, also darf sie durch. Oh, Sekunde. Ach doch,
Das Logo ist korrekt. Ich habe schon befürchtet, dass wir da noch einen Fehler machen in letzter Sekunde. Wow, fast den Tag komplett gut abgeschlossen. Das ist ja super. Wozu wollen Sie denn einreisen? Visit? Für wie lange? Super, das passt. Das ist auch korrekt. Andrej Sudonovicek. Oh mein Gott. 31.12., 10.12. Das Republia True Glorian. Mustage. 1,80. Ja, sieht doch gut aus. Das Bild passt auch. Dann dürfen Sie rein. So. Kein Ärger machen. Oh, Ihnen ist nur kalt. Endlich ist mal jemand nicht krank. Dann brauchen wir kein Food. Oh, so viel Geld. Bald können wir in noch ein besseres Apartment ziehen. Genau. So. Na gut, dann werde ich erstmal nochmal einen Cut machen, weil kann sein, dass jetzt nochmal ein paar Tage kommen, wo ganz normale Kontrollen sind, also wo wir nicht groß was anders machen können. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, wir haben jetzt den nächsten Tag und gleich kommt es nämlich zu einem Zwischenfall und da werden wir die Waffe, die wir jetzt benutzen können, mal ein wenig zweckentfremden. So. Das gibt nämlich ein anderes Ende, wie wir gleich sehen werden. So, schauen wir mal. Was ja auch verständlich ist, dass wir dafür Ärger kriegen. Genau, wir wurden unter Arrest gestellt, weil wir einen Offizier der Ortsgarde angegriffen haben. Oh mein Gott, wir wurden zum Tode verurteilt. Oh je, unsere Familie wird befragt werden. Genau, es wird ein Ersatzinspektor an die Grenze versetzt. Glory to Orzhotska! Ja, jetzt müssten wir ein weiteres haben. Okay. Das ist ja mal heftig. Genau, jetzt hätten wir hier. Genau, das können wir ja einfach nochmal spielen, um dann noch ein weiteres Ende hier oben zu haben. Denn man kann natürlich auch noch auf die Zivilisten schießen. Dann gibt es noch ein anderes Ende. Und da spiele ich einfach mal hin, weil sonst wiederholen wir uns da andauernd wieder und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Mal zweckentfremden der Waffe. Bis gleich. Und jetzt werden wir mal auf die Zivilisten schießen. Mann, sind wir böse. Okay, bereit. Schnell, mach auf. Und. Voll heftig. Ach, ich habe ja nur drei Schüsse. Verflixt. Okay. Mal schauen, was jetzt passiert. Das soll wohl nochmal ein anderes Ende geben. Jetzt wurden wir festgenommen, weil wir einen Unschuldigen attackiert haben, aber eigentlich nicht nur einen. Oh, wir werden zu Zwangsarbeit verdonnert. Genau, unsere Familie wird wieder verhört werden. Und jemand wird uns ersetzen. Glory to Orzhotska. Schauen wir mal, dann müssten jetzt wieder die ganzen Enden angezeigt werden, die wir haben. Achso, das hier, genau. 6 von 20. Mal kurz schauen. Müssten wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6? Genau. Hä? Waren aber nicht vorher schon 6? Nee, vorher waren 5, oder? Haben wir jetzt nicht umsonst gemacht hier. Genau. Okay, dann werde ich erstmal ein Stück weiterspielen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Papers, Please wieder. Das dauert ja doch noch ein bisschen länger. Wobei ich glaube, so viel kommt jetzt auch gar nicht mehr, was so krass unterschiedlich ist. Bis zum Ende. Den Mordauftrag, der wird noch wichtig. Das auf jeden Fall mit dem Typen in Rot. Und dass wir auf jeden Fall beim zweiten Durchspielen das Liebespärchen diesmal wirklich glücklich zusammenbringen können, was ich gar nicht kapiert hatte während des Spielens, dass er umgebracht wurde. Wie grausam. Okay, dann sehen wir uns in einer neuen Folge von Papers, Please nochmal wieder. Also dann bis dann. Ciao, ciao.